Also, seid ihr ready für Gottes Wort? Ja, ich weiß nicht, wann es kommt, aber es kommt auf jeden Fall. Wer von euch, also wir sind ja noch nicht in der Serie More Peace of Mind, aber letzte Woche hatten wir einen Gastsprecher, der hat das schon mal angetönt. Also das heißt auf Deutsch übersetzt, Ben sagt dem immer, mehr Seelenfrieden. Ich glaube, man könnte es auch übersetzen mit etwas anderem, aber mir ist auch nichts Besseres in den Sinn gekommen, weil Seelenfrieden tönt für mich auch so, ja. Okay, was ist das jetzt genau? Es geht sehr viel, Mind hat sehr viel mit deinen Gedanken zu tun. Und auch heute werden wir ein bisschen in dieses Thema reingehen, weil ich persönlich glaube und wir als Leitungsteam glauben und ich glaube fast jeder gläubige Christ glaubt das auch, dass es so wichtig ist, über unsere Gedanken zu sprechen und wie wir mit unseren Gedanken umgehen. Und deswegen werden wir heute so ein bisschen ein Thema anschauen, das ich seit einer Weile auf dem Herzen habe und das auch ein bisschen bestätigt wurde in den letzten Wochen, auch durch die Predigt letzte Woche. Und falls ich Ben jetzt die Predigt von nächster Woche klaue, er hat ja noch eine ganze Woche Zeit dafür. Aber ich hoffe, du bist offen, ich hoffe, du machst Notizen, wenn dir das passt. Und du bist einfach offen, um zu empfangen. Wer von euch hat gerne Achterbahnfahrt? Ich habe gedacht, ich muss unbedingt auf zwei Personen schauen. Wenn die ihre Finger nicht aufstrecken, dann weiß ich auch nicht. Dann ist wirklich was Krasses passiert, James und Caro. Sie sind ja extra, sie gehen manchmal extra in die Ferien, wo es Achterbahnen hat. Also wer fährt gerne Achterbahn? Es waren nicht so viele Leute. Es sind immer noch nicht so viele Leute. Was läuft bei euch falsch? Ich frage mich, in was für einer Church bin ich gelandet? Müssen den Namen ändern. Also ich persönlich, ich liebe Rollercoaster, ich liebe Achterbahn. Ich war bis jetzt aber noch nie auf einer Achterbahn, bei der ich sagen musste, das war jetzt die ultimative Achterbahn. Also ich war in Florida, in allen Parks, die es da gibt. Europa-Park zum Beispiel ist für mich ein Park für Kinder. Schön, aber ist eigentlich alles ein bisschen so für Kinder gemacht. Und ich wollte schon immer einmal in einen Six Flags, kennt ihr das? Six Flags, das gibt es mittlerweile, glaube ich, auch in Belgien oder Holland, aber vor allem in den USA, es gibt Six Flags over Texas. Und wir waren mal mit dem Leitungsteam in Oklahoma, sind zuerst nach Dallas geflogen, weil man von da nach Oklahoma fährt. Also Oklahoma ist einfach nur flach, mega langweilig. Es war mega langweilig. Es hat Tornados zwischendrin gehabt und so, aber in Dallas gibt es den Six Flags, oder in der Nähe von Dallas gibt es den Six Flags over Texas. Und ich habe zu den Jungs damals gesagt, das war, ich weiß nicht, wir waren vor ein paar Jahren, 2015, ich habe gesagt, eigentlich der einzige Grund, also wir sind in eine Konferenz gegangen, aber für mich war die Konferenz, ja, nebensächlich. Ich habe gesagt, wenn ich mitkomme, dann will ich unbedingt in diesen Six Flags. Also Six Flags ist Achterbahnpark für Erwachsene. Da darfst du nur rein, wenn du ein gewisses Alter hast, wenn du eine gewisse Größe hast. Und es hat einfach eine es hat keine Schießbuden und Kioske und es hat nur Achterbahn. Also nur the real stuff, nur das Wichtige ist da. Und du kannst eine Achterbahn nach der anderen fahren und ich habe mir das schon ausgemalt. Ich habe in meinen Gedanken, ich war im Himmel. Und dann sind wir in Dallas und ich gehe auf die Webseite von diesem Six Flags und es war geschlossen. Und zwar für die ganze Zeit, in der wir da waren. Die haben da irgendwas gebaut oder irgendwas einfach geschlossen. Und ich habe gedacht, es ist perfekt, es ist Nebensaison, du musst nicht anstehen, du kannst einfach sitzen bleiben bei der besten Achterbahn. Und es war einfach geschlossen. Und meine Hoffnung war sowas von enttäuscht. Wir gingen dann an die Konferenz, nach der Konferenz, nein, die Konferenz war gut. Ich bin dann wieder ermutigt nach Hause gegangen, aber ich habe gedacht, das gibt es doch gar nicht. Ich will unbedingt Achterbahn fahren. Und der Titel von heute Morgen ist eigentlich Rollercoaster. Oder auf Deutsch Achterbahn. Und zwar Achterbahn, ihr könnt es unten sehen, Achterbahn deiner Gedanken. So habe ich den Titel genannt für die heutige Predigt.
Und wenn du gerne Achterbahn fährst, dann weißt du, bei einer guten Achterbahn, da ist alles drin. Also da fährst du nicht einfach nur so ein bisschen gemütlich über ein paar Hügel, sondern da geht's steil nach oben, meistens am Anfang. Und dann geht's extrem steil nach unten, meistens direkt nach dem Anfang. Und es gibt Loopings. Besten Looping, den ich bis jetzt gefahren bin, war in irgendeinem Wasserpark. Wie heißt der, James? Du hast mir den empfohlen. SeaWorld, ja, in Florida. Da machst du ein Looping nicht innen in der Achterbahn, sondern machst außen. Also du bist außen und gehst so vorne runter in den Looping. Das drückt dich richtig, das beste Gefühl, das man haben kann. Also, es gibt Loopings, es gibt schnelle Wechsel. Manchmal ist es dunkel bei gewissen Achterbahnen, dann weißt du nicht, was passiert. Und es schleudert dich hin und her. Und genau so geht es wahrscheinlich den meisten Menschen manchmal und häufig, ganz vielen Menschen auch nicht nur manchmal, sondern häufig mit unseren Gedanken, mit deinen Gedanken. Du machst eine Achterbahnfahrt durch, deine Gedanken gehen irgendwo hin, machen 200 Loopings in der Sekunde gefühlt manchmal. Und das Ganze nennt man, also ich erzähle euch einfach einige Beispiele. Und dann erzähle ich euch, was ich so ein bisschen darüber rausgefunden habe. Das Wort, das man dafür verwendet, wenn man Gedanken... Also hast du auch schon mal Gedanken gehabt und du hast gedacht, du kannst deine Gedanken nicht stoppen. Also es läuft einfach. Ich muss immer schauen, ob jetzt mehr Frauen nicken oder Männer nicken. Also fängst du über irgendetwas nachzudenken und du kannst gefühlt deine Gedanken nicht mehr stoppen. Sie gehen in alle Richtungen, sie gehen durch alle Loopings durch, sie gehen im Kreisel und du hast das Gefühl, du kannst nichts dagegen tun. Hast du das schon mal gehabt? Einige hatten es erst gerade, einige haben es vielleicht, einige hatten es schon lange nicht mehr. Und es kann ganz, ganz viele verschiedene Gründe haben, dass man Dingen mit den Gedanken, dass man etwas nachdenkt und man kommt irgendwie wie so in einen Rausch und man kann nicht mehr aufhören und man versucht jedes Szenario, das irgendwie passieren könnte, sich in den Gedanken auszudenken. Und man verliert sich komplett in den Gedanken. Man fängt irgendwo an, am Anfang war es nur, ich will etwas bestellen in einem Restaurant. Und dann hast du endlich ausgewählt. Du brauchst ja schon ewig mal auszuwählen, weil du viel zu viel Auswahl hast. Und dann fängst du an, über dieses Stück Pizza nachzudenken. Du bestellst eine Pizza und dann denkst du dir vor, ja, wie wird denn diese Pizza gemacht? Vielleicht hast du eine Küche, in die du reinschauen kannst. Wenn du das nicht hast, machst du dir Gedanken darüber, wie hygienisch ist es da jetzt in der Küche? Wo ist die nächste Schabe? Was hat der Koch heute Mittag? Hat er geschwitzt? Hat er nicht geschwitzt? Ist sein Schweiß nachher auf meiner Pizza? Ist er nicht auf meiner Pizza? Von wo holen die Zutaten? Von wo holen sie das Gemüse, das auf die Pizza kommt? Eine richtige Pizza hat ja kein Gemüse drauf. Aber von wo holen sie das Gemüse, das auf die Pizza kommt? Von wo haben sie den Käse? Mozzarella, ist der direkt aus Italien? Wie lange war der unterwegs, wenn der direkt aus Palermo kommt? War der in einem Kühlwagen? Haben Italiener überhaupt Kühllastwagen? Wie ist er hierher gekommen? Also du kannst bei allem dich komplett verlieren in den Gedanken und am Schluss nimmst du dann vielleicht die Pizza oder du nimmst gar nichts, weil du denkst, es könnte ja überall noch irgendwie irgendetwas nicht gut sein. Und dieses Phänomen, das ich jetzt gerade so ein bisschen beschrieben habe mit dieser Pizza, nennt man auf Englisch Overthinking. Und es gibt kein gutes deutsches Wort dafür. Wenn du das auf Deutsch einfach so übersetzt, dann bedeutet es überdenken. Aber überdenken ist jetzt nicht etwas extrem Schlimmes oder etwas, wenn du irgendwie eine Entscheidung triffst und du überdenkst die Entscheidung, das ist nicht mit Overthinking gemeint. Mit Overthinking ist eigentlich mehr gemeint, sorry, mein Englisch wieder mal super. Wenn man es auf Deutsch übersetzt, heißt es eigentlich übermäßiges und unnötiges Nachdenken. Das ist das, was man findet, wenn man online sucht. Übermäßiges und unnötiges Nachdenken oder eine andere Übersetzung,
zu viel über etwas nachdenken oder grübeln, überdenken, sich den Kopf über etwas zerbrechen. Und über dieses Phänomen möchte ich heute ein bisschen sprechen, weil es mich selber auch so irgendwie fasziniert hat. Mir selber passiert das nicht so viel, aber ich kenne ganz viele Menschen, denen das extrem viel passiert. Und ich denke mir manchmal, ich habe diese Menschen auch gefragt, ich habe auch diese Woche extra ein paar Menschen eine Sprachnachricht geschickt und habe sie gefragt, kannst du mir erklären, wie fühlt sich das denn an? Was geht bei dir dann ab, oder? Weil die Gedanken gehen ja dann einfach nur noch, als du zerbrichst dir den Kopf komplett über etwas. Es gibt auch eine Redewendung dafür, die meistens auch passt. Man macht aus einer Mücke einen Elefanten. Das ist die Redewendung, die eigentlich dazu passt. Es fängt alles mit einem Gedanken an. Und Menschen, die das haben, und ich glaube, jeder kann sich damit, jeder hatte das wahrscheinlich schon einmal. Egal, ob du Mann bist, ob du Frau bist, egal in welchem Bereich deines Lebens, es kann überall passieren. Wenn du zum Beispiel dich entscheidest, ein eigenes Geschäft zu gründen, dann kann es sein, dass deine Gedanken sich anfangen, über ganz viele Dinge zu kreisen und du kommst ins Nachgrübeln und du denkst über alles. Und ich persönlich finde es ja nicht schlimm, über etwas nachzudenken. Aber ich finde es dann nicht gut, wenn es nicht mehr aufhört. Es kann sein, wenn du Mutter bist, wenn du Vater bist und du schickst dein Kind zum Beispiel in die Schule und du machst dir die ganze Zeit Gedanken darüber, was passiert auf dem Schulweg. Und du denkst in deine Gedanken jedes einzelne Szenario, das jetzt deinem Kind passieren könnte, durch. Und am Schluss ist dein Kind 5-mal von einem Lastwagen erfasst worden und ist schon lange gestorben, wahrscheinlich schon 5 Meter vor der Haustür. Und weil du in deine Gedanken dir all diese Szenarien ausdenkst. Ich habe Szenarien gelesen online, könnt selber einfach Overthinking eingeben und dann kommen Szenarien von Menschen, die erklären, was dann bei ihnen passiert. Wenn du jetzt verheiratet bist oder du bist in einer Partnerschaft, dann kann das häufig passieren, wenn du ein bisschen eifersüchtig bist, dass deine Gedanken sich die ganze Zeit darum drehen, wo ist die andere Person? Was macht die andere Person? Mit wem ist die andere Person? Und du wirst eifersüchtig und du fängst dir an, Dinge einzubilden, manchmal auch, ohne dass diese Dinge eigentlich wirklich real sind. Sie sind eigentlich komplett, irrational. Meistens passiert es, dass man sich über Dinge Gedanken macht und diese Gedanken, die man sich macht, sind komplett irrational. Und ich glaube, wir haben alle etwas erlebt, das auch zu so einem Teil extrem irrational war. Das war die Reaktion von uns als ganze westliche Welt auf dieses Coronavirus. Für mich etwas genau das, was passiert. Man hört etwas, China, Wuhan, man hört irgendetwas irgendwann irgendwo in den Nachrichten. Und auf einmal kommt es ein bisschen näher. Und alle drehen von einem Tag auf den anderen, alle drehen am Rad in ihrem Kopf. Auf einmal Freunde, die dich vorher die ganze Zeit umarmt haben, umarmen dich jetzt nie mehr, sie wollen nicht mehr zu dir nach Hause kommen. Warum? Weil ein Same gesetzt wurde in deine Gedanken und du fängst alles an zu überdenken und zu hinterfragen und jedes Szenario. Ich meine, da waren ja Horrorszenarien am Anfang. Ich will da jetzt nicht zu lange darüber sprechen. Weil ich es ein leidiges Thema finde. Aber da sieht man, was eigentlich passieren kann mit uns Menschen, wenn man Gedanken zulässt und diesen Gedanken dann einfach weiterspinnt. Und auf einmal haben alle irgendwie komplett den Faden verloren. Und im Nachhinein, das finde ich ja lustig, jetzt im Nachhinein, aus meiner Sicht wird viel zu wenig da das Ganze aufgearbeitet, aber das ist eine politische Sache. Aber jetzt im Nachhinein, auf einmal die gleichen Freunde, die damals komplett durchgedreht sind, sind jetzt auf einmal, Also man merkt selber, die meisten Leute merken selber, ich habe komplett irrational reagiert. Ich habe komplett überreagiert. Ich habe mir viel zu viele Gedanken gemacht. Ich habe viel zu viel Angst bekommen. Ich habe viel zu viel mich irritieren lassen von so Dingen. Ich meine, das kann ja wirklich in jedem einzelnen Bereich kann das passieren. Wenn du zum Beispiel abmachst, ich hatte das früher, ich war wirklich ein Pain.
für meine Eltern. Also wir haben immer abgemacht, also meine Eltern haben abgemacht, ich habe es ja immer ihnen in die Schule, in die Schuhe geschoben. Sie haben mit mir abgemacht, du bist um 11 zu Hause. Und ich habe mir gedacht, ja, ihr habt das gesagt, das ist nicht meine Machung. Ihr habt das abgemacht. Und ich bin jetzt meistens nicht um 11 nach Hause gekommen, sondern eher früher natürlich, weil ich ja ein gutes Kind. Nein. Bin dann später nach Hause gekommen und meine Mutter hat natürlich gewartet. Oder? Mein Dad hat geschlafen, aber meine Mutter hat gewartet. Direkt hinter der Eingangstüre. Ja. Oh mein Gott! Im Dunkeln. Ja. Und sie redet Berndeutsch. Meine Mom kommt aus dem Emmental und sie redet Berndeutsch, oder? Und Berndeutsch, mega herzige Sprache, mega langsame Sprache, mega schöne Sprache. Schönste Sprache, finde ich. Aber mega schwer auch ernst zu nehmen. Weil sie immer so herz, immer so. Das ist ein blödes Beispiel für euch Deutsche und Österreicher, ich weiß. Aber meine Mom, wo warst du? Warum bist du erst... Nein, aua, nein. Komplett hat sich alles ausgemalt, hat gedacht, ich habe einen Unfall, sie muss die Polizei rufen, Krankenwagen rufen, Feuerwehr rufen, alles gleichzeitig. Damals hatte man noch nicht jeder hatte ein Handy. Ja, das war die Zeit, oder? Da hat sie bei allen Kollegen angerufen zu Hause. Ich meine, peinlicher geht's nicht, oder? Deine Kollegen, deine Mom hat angerufen bei meiner Mom und ja. Ich fand es peinlich. Aber eigentlich ein gutes Beispiel, für dass man komplett irrational wird. Auch ein gutes Beispiel dafür, dass es besser ist, auf seine Eltern zu hören, weil du dann auch ganz viel Pain und Troubles. Im Nachhinein merkst du ja immer, oh mein Gott, was meine Eltern alles aushalten mussten. Oh mein Gott, wie meine Eltern mich trotzdem immer geliebt haben. Ich hätte mich selber wahrscheinlich an die Wand geklatscht, ganz häufig. Sie hatten Geduld und alles, aber... Man löst in anderen solche Dinge aus. Ich kenne auch ganz viele Paare, die das haben, die nicht einschlafen können. Die Frau oder der Mann kann nicht einschlafen, bis der Partner zu Hause ist. Und das hat ganz viel damit zu tun, denke ich, dass man sich ganz viele Gedanken macht. Wenn man nicht zur abgemachten Zeit nach Hause kommt, dann denkt man sich, wo ist die Person? Was macht die? Und so weiter und so fort. Ist etwas Schlimmes passiert? Muss ich irgendwie intervenieren? Muss ich irgendwie etwas machen? Und man kommt und ihr merkt schon, in all diesen Szenarien, wenn man zu viel über Dinge nachdenkt, und das ist auch so wissenschaftlich ein wenig erwiesen worden, das fand ich spannend, es endet immer in etwas Negativen. Und das finde ich, das ist der springende Punkt für dich heute Morgen. Wenn du dir viel Gedanken machst über Dinge, Gedankenkarusselle hast, dir Szenarien ausdenkst, jedes einzelne Szenario durchspielst, überleg dir mal, in welchem Szenario kommt es positiv raus? Wo werden deine Gedanken positiv beeinflusst? Und ich kann dir sagen, wahrscheinlich wird es nirgends der Fall sein. Sondern Gedankenkarusselle, Overthinking, zu viel über etwas nachdenken, zu viel über etwas nachgrübeln, sich den Kopf über Dinge zerbrechen, das endet in 99% der Fällen immer in negativen Gedanken. Und ich persönlich, hast du dir schon mal überlegt, ich habe mir das so aufgeschrieben, die Tendenz ins Negative, hast du dir schon mal überlegt, warum wir Menschen so grundlegend eine Tendenz haben, ins Negative zu fallen? Also ich meine jetzt nicht nur in deinen Gedanken, aber das ist auch so etwas, ich weiß nicht, ob es mit uns Schweizern oder mit uns Westlern zu tun hat. Wir sind jetzt nicht unbedingt die positiv denkendsten Menschen auf dem Planeten, habe ich das Gefühl. Sondern bei uns geht es ganz häufig, die Tendenz ist ganz häufig ins Negative. Und das nicht jetzt nur auf unsere Gedanken bezogen, sondern auch auf ganz andere Dinge. Ich habe zum Beispiel einen Freund, einen sehr guten Freund, und wir kennen uns seit über 20 Jahren. Und irgendwann kennt man sich ja so ein bisschen besser. Und bei ihm ist etwas, so ein Phänomen, vielleicht hast du das auch, vielleicht bist du dieser Freund.
Wenn irgendetwas nicht gut ist in seinem Leben, dann ist das, was er als erstes macht, ist, er zieht sich zurück. Und ich glaube, ganz viele Menschen machen das. Also ich habe es auch schon erlebt. Und ich weiß es auch von mir selber. Die Tendenz ist, ich will alleine sein. Ich will jetzt für mich alleine sein. Und ich kann dem Typen, ich kann ihm anrufen, ich kann WhatsApp schreiben, SMS schreiben, Instagram, DMs schreiben, ich kann ihm alles schreiben, ich schreibe nie zurück. Ich kann vorbeigehen, mach die Türe nicht auf. Obwohl ich weiß, ist zu Hause. Und dann irgendwann, eine Woche später, kommt eine Nachricht, hey, sorry, wir haben es nicht so gut gegangen in letzter Zeit, aber jetzt ist alles wieder gut. Und wir haben schon so oft im Nachhinein darüber gesprochen, ich habe gesagt, Dude, ruf mich an. Wir gehen essen, verbringt. Du weißt genau, dass es dir besser tun würde, Gemeinschaft zu haben. Und er sagt jetzt mal, ja, ich weiß, es würde mir eigentlich besser tun, Gemeinschaft zu haben. Ich habe gesagt, du musst ja nicht gleich in eine Church gehen. Wir können auch zu zweit einfach Gemeinschaft haben. Aber die Tendenz ist, wir ziehen uns zurück und dann wird es nicht positiver. Es ist einfach so, es wird nicht positiver, sondern du fängst an, dir Gedanken zu machen. Das Ganze fängt wieder von vorne an. Und es endet immer irgendwie in negativen Szenarien. Und die Frage ist ja das Ganze eigentlich, wie kann ich das Ganze lösen, wenn ich das habe? Weil für Menschen, die das oft haben, ist es überhaupt nichts Lustiges. Weil du die ganze Zeit mit Gedanken konfrontiert bist, Gedanken, die du dir vielleicht nicht machen möchtest. Und du hast schon so viele verschiedene Dinge ausprobiert. Und ich möchte dir heute einfach einige Lösungen zeigen, Lösungsansätze zeigen. Nächste Woche geht es dann gleich weiter. Nur die Lösungsansätze, die für mich am meisten Sinn gemacht haben, jetzt die zwei, drei, die ich gefunden habe. Und natürlich die in Gottes Wort stehen, ist ja logisch, dann lesen wir nachher noch in Gottes Wort. Was ich dir auch noch mitgeben möchte, und wenn du dir das selber nicht einprägen kannst, dann verbring ein bisschen viel Zeit mit Ronny. Er wird dir beibringen. Und zwar diesen Satz: Gedanken produzieren Gefühle. Und es ist einfach wahr. Wenn du viel negative Gedanken hast, dann hast du auch viele negative Gefühle. Und wenn du viele negative Gefühle hast, dann fühlst du dich nicht so gut. Dann fängt dein Körper, weißt du, Gedanken haben einen Einfluss nicht nur auf deine Gefühle, sondern auf deinen ganzen Körper. Weil wenn du schlechte Gefühle hast, dann fühlt sich dein Körper auch nicht so wohl. Dann hat es Einfluss auf deine Gesundheit, auf dein Wohlbefinden, auf das Wohlbefinden von Menschen, die dir nahestehen, weil die merken ja auch, irgendetwas ist nicht in Ordnung, auch wenn du vielleicht nichts sagst. Die merken das, Menschen, die dir nahestehen. Also ist es extrem, wenn Gedanken Gefühle produzieren, dann ist es aus meiner Sicht essentiell, dass wir uns mit unseren Gedanken auseinandersetzen und lernen, damit umzugehen, weil wir wollen ja nicht ständig negative Gefühle, wir wollen positive Gefühle. Also wenn etwas ins Negative fallen kann, dann kann es auch ins Positive fallen. Ich persönlich finde es so lustig, dass ich habe manchmal wirklich das Gefühl, so diese Tendenz ins Negative, ich habe manchmal wirklich so das Gefühl, wenn wir nichts machen, dann fällt alles ins Negative. Also wenn du nicht aktiv positive Gedanken einpflanzt, dann fällst du automatisch in negative Gedanken. Wenn du nicht selber einen Schritt machst in die Gemeinschaft, sondern dich isolierst, dann wird es negativ. Und ich habe mich manchmal so gefragt, Gott, wäre es nicht einfacher gewesen, umgekehrt? Also, wenn wir umgekehrter gepolt wären, warum fallen wir so schnell ins Negative? Und eigentlich ist die Antwort, die liegt auf der Hand, ist ja logisch. Wir sind eine gefallene Schöpfung. Also irgendjemand am Anfang von unserer Menschheitsgeschichte hat so ein bisschen übelst vergeigt. Und deswegen ist von diesem Zeitpunkt, hat es wie so ein Knick in der Platte gegeben. Oder in der Schallplatte, hat es einen Knick gegeben. Und die Tendenz ist seitdem eigentlich immer so eher ins Negative. Wie wenn es so eingepflanzt wurde vom Sündenfall. Und das ist das, was die ganze Menschheit eigentlich so
ein bisschen damit zu kämpfen hat. Und das Lustige am Ganzen ist, dass wir Christen eigentlich auch häufig damit zu kämpfen haben. Deswegen hat Gott uns in seinem Wort Lösungen gegeben. Und ich werde zuerst, also was ist die Lösung, habe ich mir aufgeschrieben. Ich werde zuerst zwei Lösungen sagen, die ich sehr plausibel halte und die ganz einfach umzusetzen sind. Und dann meine Lieblingslösung, die vielleicht nicht so einfach, umzusetzen ist. Etwas, das alle gesagt haben, und das finde ich ganz, ganz spannend. Ich habe so gelesen über dieses zu viel über etwas nachdenken, overthinking. Und es gibt so Coaches von Sportteams, die haben gesagt, dass der größte Unterschied zwischen einer Person, die Profi, also von Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi zu irgendeinem einfach normalen Fußballer, der auch gut ist, aber nicht so gut, nicht der Beste, das größte Problem oder die größte Differenz ist Overthinking. Sich zu viel über Dinge Gedanken machen. Im Sport ist es ja logisch, bei schnellen Sportarten, vor allem bei langsamen Sportarten wie Schach zum Beispiel, gilt ja anscheinend auch als Sportart, ich weiß auch nicht warum, aber da ist es gut, wenn du viel nachdenkst, habe ich gehört. Ja. Aber bei schnellen Sportarten wie Fußball, Football, Rugby zum Beispiel, jetzt gerade aktuell, dann musst, wenn du da nachdenkst, wo spiele ich jetzt diesen Pass hin, was ist das beste Szenario, wie könnte ich, oder? Ja, der Ball ist schon lange nicht mehr bei dir. Oder? Wenn du zu viel darüber nachdenkst, bevor du handelst, bevor du spielst, hast du eigentlich eh schon verloren. Also je mehr du darüber nachdenkst, desto schlechter ist es, vor allem in Sportarten. Und es gibt so Sportcoaches von NFL-Teams, also American Football-Teams, die sagen, das ist das größte Problem für Sportler. Ihnen zu erklären, dass sie nicht die ganze Zeit alles überdenken sollen. Nicht jeden Spielzug, sondern einfach auch mal auf ihr Bauchgefühl. Ich weiß, Ben, du hast das Bauchgefühl. Bauchgefühl kann für mich aber auch Spirit-Gefühl sein, jetzt als Christ. Einfach auch mal intuitiv etwas machen, weil egal, ob es jetzt ein Fehler wird oder ob es gut wird, Hauptsache, du hast was gemacht. Keine Angst haben, Fehler zu machen. Und was sie sagen, was dir am meisten hilft, ist, mit wem du dich umgibst. Und ich finde das sehr, sehr spannend, natürlich jetzt auch für uns Christen, ist ja logisch, aber allgemein, wenn du jetzt einen guten Sportler, also sagen wir es mal so, ich bin Fußballfan. Maradona, jemand mein Begriff? Ja, Maradona. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ich nehme jetzt einfach mal diese drei. Von diesen drei sagt man, und das kann man auch sehen, wenn die ein Team gewechselt haben, wenn die zu einem neuen Team gekommen sind, dann ist das ganze Team besser geworden. Maradona wahrscheinlich das krasseste Beispiel mit SSC Neapel, ein Club, der eigentlich überhaupt nicht gut ist. Maradona kommt dahin, sie gewinnen den ersten und zweiten italienischen Meistertitel mit Fußballern, die eigentlich nicht gut sind. Warum? Weil Maradona dahin gekommen ist, weil er einen anderen Mindset hat und weil dieser Mindset, diese Art und Weise, wie er Fußball lebt, wie diszipliniert er ist, und so weiter. Das hat er nicht jetzt wirklich gemacht. Nein, damals war es noch kein Thema. Okay, wir nehmen Cristiano Ronaldo. Wechselt von Real Madrid, dreimal hintereinander Champions League. Egal, super guter Club, wechselt zu Juventus Turin, auch ein guter Club, aber er kommt dahin und der Club wird einfach doppelt, nicht gerade doppelt so gut, aber wird einfach viel besser. Wegen einem einzigen Spieler, die anderen sind ja alle noch die gleichen. Warum? Andere Mentalität bringt etwas rein, das die anderen mitzieht. Also wenn du jetzt viel positive Gedanken möchtest, dann empfehle ich dir, häng mit Leuten ab, verbring Zeit mit Leuten, die positive Gedanken haben. Und lern von denen, weil du die Gewohnheiten automatisch adaptierst von Menschen, die dir nahestehen. Deswegen auch gut, wenn du Ehepartner suchst. Ein Ehepartner suchen, ja, der Positives. Ja, ich merk's. Das ist ein heikles Thema natürlich. Aber der das Beste aus dir rausholt. Der so ist, wie du vielleicht werden möchtest. Oder der Attribute hat oder die Attribute hat, die du gut findest. Sagen wir es mal ganz so neutral.
Also mit den Menschen, mit denen du dich umgibst, so wirst du. Das ist erwiesen. Und jetzt als Christ, natürlich, wenn du mehr über Jesus nachdenken möchtest, such dir die Menschen, die am meisten über Jesus sprechen. Die dich am meisten herausfordern. Die am meisten, ihr wisst, was ich meine. Also gut, das ist ein relativ einfacher Punkt, oder? Zweiter Punkt, aus meiner Sicht auch relativ einfach, und Ben hat leider das schon gepredigt vorher. Zweiter Punkt ist Dankbarkeit. Ich sage jetzt nicht mehr viel dazu, hör dir einfach das an, was Ben vorher gesagt hat, falls du es schon wieder vergessen hast. Nein, Dankbarkeit ist ein Schlüssel. Weil die Tendenz, dass wir immer das Negative sehen, wir hatten gerade gestern bei uns zu Hause so ein Beispiel, habe ich gesagt, nehme ich in die Predigt rein. Aber ich erzähle es natürlich jetzt nicht. Aber manchmal sehen wir nur das Negative der anderen Person oder der Situation, obwohl es auch ganz viele positive Dinge gibt. Und ich glaube, das kann jeder von uns lernen. Jeder von uns kann lernen, dankbar zu sein. Weißt du, du kannst aufs Klo gehen und dir einfach mal Gedanken darüber machen, für was du dankbar bist. Du musst ein bisschen Zeit investieren, vielleicht müssen die anderen mehr Zeit investieren als die anderen. Aber du wirst Dinge finden, für die du dankbar bist. Auch wenn es jetzt nicht zum Beispiel dein Partner ist oder deine Partnerin, wenn du ihn gerade oder sie gerade extrem mühsam findest. Du findest Dinge, für die du dankbar bist. Zum Beispiel für eine WC-Schüssel, auf der du gerade sitzt, dass da kein Loch ist. Für die Farbe deiner Wände. Ja, du fängst klein an. Das kann jeder machen. Für den Stuhl, den du jetzt gerade okkupieren darfst. Während du hier in der Church bist, oder? Kannst du dankbar sein. Hat jemand Geld investiert, dass wir solche Stühle haben? Für dein Smartphone, auch wenn es nicht immer positive Dinge auslöst. Für deine Freunde. Für die Blumen, die du gepflückt hast, mitten in der Nacht, auf einem Feld. Für die Technik da hinten, die schaut, dass alles reibungslos läuft. Du findest immer irgendwelche Dinge, für die du dankbar sein kannst. Und Dankbarkeit löst etwas aus. Es produziert positive Gedanken. Und es ist ein absoluter Schlüssel. Und das Dritte, und da sind wir da jetzt endlich bei der Bibel. Ich habe es Meditation genannt. Und ich weiß heute, ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen, ich weiß, Meditation, es gibt es heute an jeder Straßenecke, aber es kommt ursprünglich aus dem Buch der Bücher, aus der Bibel. Und dieses Wort Meditation, wenn du es auf Deutsch übersetzt, heißt Wiederkauen. Also es gibt ja Tiere, die sind Wiederkauer, Kühe zum Beispiel. Die haben mehrere Mägen oder die essen etwas, dann schlucken sie es, dann holen sie es wieder nach vorne, beißen wieder darauf herum, bis sie jede kleinste Substanz irgendwie da rausgeholt haben und die holen das immer wieder hervor. Und das ist das, was eigentlich Meditation ist im bildlichen Sinne. Du liest Gottes Wort und ich sage dir, wenn du Schwierigkeiten hast, lies einfach einen Satz, lies ein Wort, lies irgendetwas, ganz egal wie viel das es ist. Und fang an, darüber zu meditieren. Fang an, darüber nachzudenken. Hör auf, über die anderen Dinge dir viel Gedanken zu machen, sondern programmiere dich um und fang an, die Bibel zu overthinken. Zu überdenken. Dir den Kopf darüber zu brechen, über das, was Jesus für dich getan hat. Den Kopf dir zu zerbrechen, über das, was hier in diesem Bibelvers steht. Und ich habe gedacht, wir können das ja gleich als Übung machen, oder? Deswegen habe ich hier eines meiner Lieblingskapitel, das ich dir auch extrem empfehlen kann, einfach mal mitgebracht. Und ich habe gedacht, wir lesen einfach von diesem Kapitel, das wir letzte Woche schon so ein bisschen angeschaut haben, deswegen habe ich es natürlich auch heute mitgebracht. Und wir lesen und ich gebe dir Gedanken mit, die ich mir mache während dem Lesen, um dir so ein bisschen einen Tipp zu geben, wie so eine Meditation von Gottes Wort aussehen könnte. Cool wäre natürlich jetzt noch meditative Musik. Also ich wechsle meinen Platz. Es kommt nichts.
Es ist das Kapitel 5 aus dem Römerbrief. Es ist ein ganz, ganz, ganz geniales Kapitel. Und wir fangen einfach an bei Vers 1. Jetzt mir aber gerade noch etwas anderes in den Sinn. Ist schon gut, Ena, danke vielmals. Aber du kannst, du darfst, ja. Ich fände es mega cool, weil dann geht es einfach mehr rein. Ich will euch zuerst noch etwas anderes zeigen, währenddem sich Ena da installiert. Drei Bibelverse, bei denen es um Gedanken geht. Einfach, um sie dir mitzugeben. Und bitte schau darauf, was wiederholt sich in jedem Bibelvers. Wir lesen die drei, nachher lesen wir das Kapitel durch. Das geht etwa 2 Stunden. Okay. Römer, Kapitel 12, Vers 2, haben wir letzte Woche schon gelesen. Wir lesen es einfach kurz durch. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also du hast die Möglichkeit, in einer neuen Weise zu denken. Kolosser 3, Vers 2. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Und dann noch Philipper 4, Vers 8. Und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemein Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Also habt ihr gemerkt, welches Wort in jedem Bibelvers vorgekommen ist? Eigentlich immer das erste. Richtet. Richtet eure Gedanken auf das himmlische Reich und nicht auf das Reich von dieser Erde. Richtet eure Gedanken auf das, was gut ist und nicht auf das, was schlecht ist. Richtet eure Gedanken, das ist etwas Aktives. Du hast die Verantwortung dafür bekommen, aktiv zu werden und deine Gedanken auszurichten auf etwas, das besser ist als diese Welt hier. Weißt du, hier in dieser Welt, auf dieser Erde, bekommst du einen Status, bekommst du eine Stellung, weil du viel arbeitest, weil du viel tust. Aber im Himmelreich, zu dem wir gehören, da bekommst du deinen Status, weil jemand anders für dich gearbeitet hat. Weil jemand anders eine Leistung erbracht hat und dieser andere heißt Jesus Christus. Und von dem werden wir jetzt lesen in Römer Kapitel 5, Vers 1. Die Band kann einfach, wenn sie das Gefühl hat, sie muss mich jetzt stoppen, nach vorne. Nicht jetzt, natürlich, rasch. Ihr kommt einfach nach vorne, wenn ihr euch vom Geist gefühlt. Ja, genau. Römer 5, Vers 1. Lass uns das lesen, Römer 5, Vers 1. Da wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist ein genialer Vers. Wenn ich den lese, dann denke ich mir, ach, ich bin Jesus so dankbar, dass ich durch Glauben gerecht bin. Also weil ich an etwas glaube, nicht weil ich etwas tue. Nicht weil ich die Leiter hochgegangen bin, sondern weil er mich da unten abgeholt hat. Und weil er die Leiter hochgegangen ist, weil er den ersten Schritt getan hat. Und jetzt habe ich Frieden mit Gott. Moment mal, hatte ich das vorher nicht? Also wenn ich jetzt durch Jesus Frieden mit Gott hatte, dann hatte ich vorher ohne Jesus anscheinend nicht Frieden mit Gott. Also es sind Gedanken, die mir jetzt, oder? Und das Gute ist ja immer, bei der Bibel kannst du einfach weiterlesen, die Antworten kommen dann in den nächsten Versen. Vers 2. Durch ihn haben wir im Glauben auch Zutritt erhalten zu der Gnade, in der wir jetzt stehen. Und seinetwegen rühmen wir uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Also ich mache das jetzt alles im Schnelldurchlauf, oder du darfst langsamer meditieren. Das ist etwas, das für mir eher schwer fällt. Ich finde es gut, wenn Dinge schnell gehen. Also durch ihn, durch Jesus, durch den wir schon gerecht sind aus Glauben, haben wir jetzt wieder im Glauben auch Zutritt erhalten
zu der Gnade, in der wir jetzt stehen. Also jetzt ist jetzt. Egal, was gestern war, was heute Morgen war, was vor 5 Minuten war, was in meinen Gedanken war. Ich stehe jetzt in der Gnade, die ich bekommen habe durch den Glauben, weil Jesus etwas für mich getan hat. Das ist mein Fundament. Und das Krasse ist, ich stehe immer da. Auch wenn ich es mir nicht bewusst bin. Und wenn ich es mir bewusst mache, dann denke ich mir, ach, das ist so abgefahren. Ich habe es nicht verdient. Ich weiß genau, was ich letzten Sommer getan habe. Er weiß, was du getan hast. Und seinetwegen rühmen wir uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Also auf gut Deutsch, das ist eine alte Übersetzung. Wenn es auf gut Deutsch sagt, ist, hey, wir haben Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, weil wir Anteil nehmen dürfen an der Herrlichkeit Gottes, an seiner Heiligkeit, die man im Alten Testament nicht mal berühren durfte, zu der man überhaupt keinen Bezug hatte, außer dass Menschen, die zu nahe kamen, gestorben sind. Und jetzt haben wir auf einmal eine Hoffnung. Hoffnung ist das Gegenteil von Tod. Und wir haben eine Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Also muss ja Herrlichkeit Gottes jetzt etwas Positives sein für mich. Das sind einfach jetzt meine Gedanken. Dann lesen wir weiter. Jetzt kommen die schwierigen Verse. Aber nicht nur dies. Wieso ist das da so mega weit links? Nein. Aber nicht nur dies. Wir sind auch stolz auf jegliche Bedrängnis. Da wir wissen, Bedrängnis schafft Ausdauer, Ausdauer aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Also warst du schon mal stolz auf Bedrängnis? Ich frage mich, wenn ich das lese so, wann war ich das letzte Mal stolz auf Bedrängnis? Auf Verfolgung? Auf Ablehnung? Wann war ich das letzte Mal stolz darauf? Weil hier steht, Bedrängnis schafft Ausdauer. Ausdauer, das kenne ich. Andere kennen es besser als ich, aber ich kenne es auch. Ausdauer aber Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Also das Ganze fängt eigentlich negativ an. Also ich finde jetzt nicht, dass Bedrängnis etwas Positives ist, aber der Outcome, das, was am Schluss steht, ist etwas Positives. Also ist das, was am Anfang steht, nicht unbedingt etwas Gutes, nicht unbedingt etwas von Gott Gewolltes, aber Gott hilft uns, damit es etwas Gutes wird. Die Hoffnung enttäuscht uns nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also wir sind in Bedrängnis, diese Bedrängnis hilft uns, Ausdauer zu haben. Diese Bedrängnis hilft uns, also Ausdauer hilft uns, Hoffnung zu haben, diese Hoffnung enttäuscht uns nicht. Also es ist nicht einfach irgendwie so ein Wort, das irgendwo steht, sondern es ist etwas, das uns nicht enttäuscht. Es ist etwas Reales. Warum enttäuscht uns nicht? Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also erstens, die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in mich durch den Heiligen Geist und ich habe jetzt auch noch diesen Heiligen Geist. Dann kommt mir in den Sinn, ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist. Die Liebe Gottes wohnt in mir, egal ob ich es fühle, spüre, ob mir danach ist, ob ich will oder nicht. Sie ist ausgegossen in unsere Herzen. Der Heilige Geist lebt in uns, einfach nur abgefahren. Ihr dürft einfach lauter werden, wenn ihr in Worship reinstarten wollt. Ja? Dann geht's weiter. Jesus starb für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten für Gottlose. Das könnte komplett ausflippen, wenn Rashid da so laut immer hinter mir. Wenn ich diesen Vers lese, also Jesus starb für uns zu einer Zeit, als wir noch Sünder waren, der Sünde ausgeliefert waren, Gott den Rücken gekehrt haben, also Gott ist gestorben für Gottlose. Das müsste eigentlich rausposaunt werden in die ganze Welt. Gott ist nicht für gottesfürchtige Menschen gestorben. Gott ist nicht für Gott lieber gestorben oder Menschen, die Gott eh schon gut finden. Gott ist gestorben für gottlose Menschen, Menschen, die Gott den Rücken gekehrt haben, Menschen, die nichts von Gott wissen wollen. Er ist an sie, ans Kreuz gegangen, für sie, einfach nur abgefahren.
Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also er nimmt die Gedanken, menschliche Gedanken auf, oder? Für einen Mensch, du stirbst für jemanden, der vielleicht edel ist, für jemanden, der nett ist, für jemanden, der gut ist. Aber Jesus ist für alle gestorben. Auch für die, die ich schlecht finde. Auch für meinen Nachbar, was nicht in meinen Kopf rein will. Oder? Er ist gestorben, als wir noch Sünder waren, einfach nur abgefahren. Also, lasst uns aufstehen, lasst uns ihm alle Ehre geben, weil sonst geht das hier noch ewig. Ich merke die Band. Ja, es geht noch ewig. Also, du kannst Gottes Wort meditieren. Mach dir Gedanken über Gottes Wort. Für mich das Beste, was du tun kannst, weil du deine Gedanken dann automatisch aufrichtest, deine Gedanken richtest auf das Königreich von Jesus und nicht auf das, was dich hier umgibt. Amen.
promise you'll always be good. In your presence I will be found. You're working on things, oh my God. You're turning it all around. Jesus, you'll always be good. In your presence I will be found. Wow, so gut. So gut. Und wenn du heute hier bist oder du bist online dabei und du kennst diesen Jesus nicht, ich kann dir sagen, das Leben ohne ihn, selbst an deinem besten Tag, ist nicht so gut wie an deinem schlechtesten Tag mit ihm. Er ist der Friedefürst. Weißt du, wir sprechen über Frieden für unsere Seelen, Frieden für unsere Gedanken. Und ich kann dir etwas versprechen, in dem Moment, wo du Ja sagst zu Jesus, kommt er in dich. Und er ist der Friedefürst. Er bringt dieses Shalom mit, diesen Frieden, den die Welt nicht geben kann und nicht erklären kann. Und es ist das Einfachste, ihn einzuladen. Es ist überhaupt nicht schwierig, braucht keine Taufe, die kann man nachher machen, wenn man möchte. Sondern einfach dieses Gebet zu sagen, Jesus, ich glaube, du bist Gottes Sohn. Jesus, ich glaube, du bist gestorben für mich am Kreuz. Du hast für meine Schuld, für alle meine Sünden bezahlt, ein für alle Mal. Komm in mein Leben. Ich brauche dich. Und danke, dass du diesen Frieden bringst. Danke, dass du diese Freude bringst. Danke, dass mein Leben nie mehr dasselbe sein wird. Und er wird kommen und er wird es tun. Und du wirst diesen Frieden erleben. Und das ist mein Gebet für dich, für diesen Sonntag, dass du einfach seinen Frieden so krass erleben kannst, in jedem Bereich deines Lebens. Es lohnt sich nicht, sich all diese Gedanken und Sorgen zu machen. Es lohnt sich nicht. Also wenn du Jesus hast, weißt du auch, du hast jemanden, der auf dich aufpasst. Du hast jemanden, der dich umgibt mit einem Schild, der dich beschützt. Und du kannst kühn sein und du kannst dein Leben leben mit so viel Freude. Amen. Nimm das mit. Hey, wenn du heute zum ersten Mal hier bist, bitte komm zu unserem Infodesk. Wir möchten dir gerne ein Welcome Package geben. Wenn du hier bist und du sagst, ja, ich brauche ein Gebet, komm auf uns zu. Oder nimm den neben dir, weißt du? Gott nennt uns alle Könige und Priester. Wir können einander helfen, wir können einander dienen, wir können füreinander beten. Amen. Gott ist so gut. Gott ist so gut. Ich wünsche dir die beste Woche in Jesu Namen. Bleib hier. Trinken Kaffee, hab Gemeinschaft, lern jemand Neues kennen. Und hey, wir sehen uns am Freitag im Kino hier. Und wir sehen uns nächsten Sonntag hier. Ich freue mich auf dich. Tschüss. Miteinander.